Willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skyline 2. Wir werden jetzt versuchen, die Industrie weiter zu optimieren. Und dazu gehört natürlich, dass wir erstmal unsere eigenen Produkte herstellen. Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt irgendwie mal voranbekommen. Genau, und wir fangen mit Nutztierhaltung an, denn das ist das Einfachste. Wir brauchen quasi keinen fruchtbaren Boden. Das ist wirklich cool. Genau, das werden wir jetzt machen. Stopp, mal hier. Zack. So, dran snappen, das ist so nice, ne? So. Genau, bis hier vorne. Zack. Zack. Ja Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und auch wahnsinnig unterstützen. Und ich weiß, euch gefällt das denn. Und dann kommt davon auf jeden Fall mehr. Beziehungsweise es wird davon eh mehr kommen. Denn dieses Spiel macht mir so viel Spaß. Das ist unglaublich. Also mich hat schon lange nicht mehr so ein Spiel gefesselt. Und das muss ich ernsthaft sagen. Das ist krass. Hallo? Ah, weil das da überlappt. Okay. Mein Bett. Yes. Gut, wie viel produzieren wir denn hier? Theoretisch könnten wir doch hier noch einen kleinen Parkplatz machen, oder? Der passt da sogar wie angegossen. Leute, ist alles geplant gewesen. Wir bräuchten hier noch einen Park, damit das... kommt die Ampel natürlich aus. Da. Also wir werden heute optimieren. Gucken auf die Produktion. Warum haben wir denn so ein... Ja, wir brauchen halt auch Nahrung, ne? Also Getreide. Und dann hoffe ich, dass wir diese Folge das Upgrade auf Stufe 10 erreichen, denn wir brauchen unbedingt neue Kacheln. Denn mein Plan langfristig kann ich euch jetzt einmal erklären. Also. Okay, das sind Wolken. Ja, das sind Wolken. Also, mein Plan ist, Leute, dass wir... Oder ist das der Smog? Ich glaube, das ist der Smog, ne? Genau, aber das trifft es nämlich beim Wort. Wir müssen unsere Industrie langfristig hier hin tun. Auf diese Seite. Also links vom Fluss. Und unsere Wohnung, beziehungsweise Wohnhäuser, das wird langfristig alles über den Fluss hinweg hier so alles hinkommen. Kacheln müssen wir natürlich freischalten, das Gebirge werde ich natürlich auch alles wegmachen. Genau. Hier wird auch noch ein riesiges Wohngebiet entstehen, nur Wohnungen. Quasi, dass die alle hier zur Arbeit fahren müssen, wie in der Realität auch. Das habe ich mir so vorgestellt. Dass wir das auf jeden Fall so machen. Finde ich ganz cool. Jetzt haben wir einmal die Rush-Hour im Blick. Ich will einmal gucken, ob das alles so läuft und ob es irgendwo unnötigen Stau gibt. Oh, was ist das? Übrigens, es gab ein Update eben gerade. Das scheint... Das war gerade ein Herz, ne? Das bedeutet... Da ist schon wieder ein Herz. Was bedeutet das? Ach, da wurde ein Kind. Okay.
A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor also road man conditions. Merkt, Spiel ist jetzt bei mir zwei Tage raus und es gab schon das erste Update. Ich glaube, es war 500 MB groß. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon. Ach Grad, das ist doch ein bisschen kalt, oder? Who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre? Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, it's okay, no. Whereas I make no apology for my erudite, wie gesagt, wir müssen auf diese auf das warten, damit wir irgendwie was anderes machen können. Okay, hier entstehen schon die ersten. And all my expertise derives merely from a life devoted to the Verkehrsbehindernisse. Though I do thank you for the honor. Aber es hält sich noch but I digest to continue. Professor alle. As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. Ja, sieht alles gut there aus, now, Leute. My good fellow, chin up, as it were. No need to Nutztierhaltung müssen wir immer leave noch. That to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently, nicht genügend Angestellte. We're joined today by an expert guest, Professor. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final die scheinen jetzt hier wirklich einiges gemacht zu haben. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction. And its offene Stellen 2. Thank you, Professor. Das geht hoffentlich auf jeden Fall noch hoch. Interesting news from the city's export division. Sources tell kann das sein, dass sie die Zahlen und so jetzt korrekt wiedergeben? Bevölkerung, wir haben 1,8, wir haben 24.000 Arbeitsplätze, Bevölkerung von 6.000. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Unausgebildete und schlecht ausgebildete, ja. Deswegen, man darf das Bildungssystem nicht ganz zu hoch machen. Deswegen ist es so gut, wie wir es haben. Weil sonst bekommen wir keine Arbeitskräfte. Das ist nämlich das Ding. Schlecht Ausgebildete haben wir mehr als Ausgebildete. Gut Ausgebildete, das wird jetzt langsam mehr und mehr. Unausgebildete, okay, das könnte vielleicht ein Tick besser sein. Genau. Aber, wie gesagt, es läuft langsam. Langsam wird es natürlich besser. Der College könnten halt so viele gehen, ne? Aber naja, man darf wirklich nicht zu viel machen, weil sonst haben wir keine Arbeiter mehr, die hier auf der Farm arbeiten. Und die Produktion für uns ist halt wichtig für die Betriebe. Öl machen wir gerade Überschuss. Das ist gut. Nutztiere. Immer noch ein krasses Defizit. Wir brauchen halt Getreide. Wir brauchen Getreide. Wir gucken noch einmal auf die Landwirtschaft. Fruchtbarer Boden. Hier ist alles fruchtbarer Boden, ne? Ja. Hier haben wir halt auch Landwirtschaft, ne? Hier könnten wir auch Landwirtschaft machen, Getreide. Ist halt die Frage, wie wir das denn rüber transportieren. Wahrscheinlich hier eine Anbindung auf die Autobahn, ne? Geht ja nicht anders. Wir müssen.
Wir müssen das Getreide, damit es unseren Betrieben gut geht. Genau, 300 Tonnen aus der Milchprodukte. So, ich weiß noch nicht, wie wir das hier machen. Straße ist ja klar. Okay, Leute. Machen wir auf jeden Fall eine Schnellstraße. Hm? Später müssen wir eh hier hin und dann können wir. Ja, okay, das würde ja vielleicht gehen, ne? Wir müssen halt die Gleise dann wegmachen. Die werden auf jeden Fall nerven. Produktion. Steine machen wir gut. Als Tierhaltung wird das auch weniger. Getreide. Getreide. Aber den Betrieben müsste es doch jetzt eigentlich besser gehen, ne? Gerade die auf Öl und so setzen. Holz. Na, Stufe 2. Es könnte natürlich viel besser sein, ne? Baumwolle. Holz. Könnten wir theoretisch schon mal ein Holz. Hier. Okay, wir machen hier nochmal Holz. Definitiv. Wo war die Autobahn? Hier waren Schienen, ne? Das ist aber gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm, denn wir können. Machen wir hier eine schnelle Autobahn. Wir müssen auch Wasser und Strom, weil die Schnellstraßen haben keine Anbindung. Zack. Jetzt nicht platziert? Doch. Ich sehe es nicht. Okay, das sieht komisch aus. Das Tool gefällt mir nicht so. Das war vor dem Update, glaube ich, besser. Hallo? Überlappende Objekte. Was überlappt denn jetzt hier schon wieder? Ach, das ist das hier. Okay.
Also wenn das jetzt hier nicht gleich boomt, ne? Dann weiß ich auch nicht. Also das müsste jetzt ja gleich sowas von boomen. So, jetzt ist die Frage, was ist das Problem jetzt hier mit Strom und... Strom ist dann klar. Gerne weiter unten. Ich sehe halt das Gebiet überhaupt nicht. Warte mal. Ah, wir können... Ich weiß, dass das Problem ist. Wir können keine Autobahn. Wir müssen... So, jetzt Strom, Wasser. Genau, das war nämlich Quatsch, was ich gemacht habe. Das tut mir leid. Das war nämlich Quatsch. Wir müssen das ja mit der Straße verbinden. Das wird immer weg. Zack, zack. So, Wasser genauso. Wassersymbol müsste jetzt weg sein. Genau, jetzt kommt nur noch Strom. Aber das ist ja auch ganz, ganz leicht gelegt. Zack. Wo ist das jetzt mit dem Abwasser? Ist doch verbunden. Keine Straßenanbindung. Du hast doch hier eine Straßenanbindung. Ich sage jetzt ganz im Ernst, ich weiß jetzt gerade nicht, was er von mir möchte. Hä? Kann das sein, dass es jetzt buggig ist? Weil ich sehe halt das... Ich sehe den Betrieb halt auch nicht. Nee, ich sehe halt auch nicht das Gebäude. Das ist gerade sehr schade. Ich lösche das mal. Hä? Also, Holz. Das habe ich jetzt gerade wirklich nicht verstanden. Du hast doch aber eine Straßenanbindung. Übersehe ich jetzt hier gerade was, Leute? So, hier... Jetzt Flächenwerkzeug, ja, jetzt geht's. Und warum denn nicht gleich so, Leute? Jetzt geht's. Wieso ging es denn eben nicht? Was habe ich denn da falsch gemacht? Das ist auch egal. Also es wird jetzt hier nochmal eine riesige Holzproduktion. Und das sollte auf jeden Fall den Mangel erstmal noch beheben. Und so,
geht es den Betrieben natürlich auch besser. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. So, pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuckle, and we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. 73 Watt? We'll be back after this. Arbeitet jetzt hier keiner? Und Leute, Büro-Nachfrage kommt. Endlich. Unseren Betrieben geht's gut, ne? Yes. Was ist das? Gut, so langsam trägt das Früchte des Bildungssystems. 1000 jetzt auf dem College, Universität könnten wir auch langsam mal bauen. Es läuft langsam. Büronachfrage wurde gerade schon gebaut, okay. Aber es ist gut, dass da mal eine Nachfrage kommt, denn irgendwann müssen wir da auch so Geld machen mit den Büros. So, wie sieht's aus? Produktion. Ja, es läuft. Wollen wir hier nochmal Nutztierhaltung machen? Irgendwie finde ich das gut, wenn wir hier nochmal Nutztierhaltung machen. Komm, machen wir. Wir müssen halt jetzt wirklich. Wirtschaft ist so wichtig in diesem Spiel. So. Gut. Nutztierhaltung. Also hier wird wirklich ein reines Gewerbegebiet. Produktion gucken wir uns nochmal an und dann ist die Folge auch wieder vorbei. Materialien, Autos. Autos werden aus. Kunststoff. Okay, dann brauchen wir Öl und Chemikalien. Warte mal. Was ist das? Ah, okay.
Ich will mir einmal kurz angucken, woraus werden... Das Pillen aus dem. Das wird aus Rohöl und Erz. Okay, Rohöl und Erz. Haben wir eigentlich Erz? Hier vorne. Ja, okay. Wichtig ist es aber erstmal, dass wir das andere Nutztierhaltung. Wieso geht 27 oder 28? Ich check Nutztierhaltung manchmal nicht. Ich meine, wir brauchen ja keinen bestimmten Untergrund. Das ist ganz klar so geregelt, dass wir kein... schon auf 2. Unnormal gut. Also was die Parks ausmachen, Leute. Parks sollte man da immer hinsetzen. Der wird nämlich gleich auch abgegradet, hundertprozentig. Wie viel machen wir? 445 Produktion, Dienstleistungen, Transport, Müllverbrennung, Wasser, Abwasser, Strom. Okay. Okay, rechts steht es, was es wird. Also einmal Treibstoff und Chemie. Also diese grüne Flasche da. Und wenn wir diese grüne Flasche produzieren, ja, haben wir auch sogar einen Überschuss. Daraus werden Medikamente und Wasserflaschen, Plastik, ne? Kunststoff hergestellt. So, Kunststoff produzieren wir auch langsam. Daraus werden dann Autos und... Okay, so ist also der Kreislauf. Wir haben aber gerade ein massives Defizit an... Ja, wir müssen Rohöl mehr bauen, ne? Rohöl. Wir brauchen Rohöl. Ja, haben wir einen Überschuss. Ist nicht mehr bauen. Gut, Leute, das war's für dieser Folge. Ging heute mal wieder um Industrie. Aber es ist wichtig. Das ist wichtig. Ich glaube, ich baller hier nochmal ein paar Parks hin, weil die Leute wollen da eh nicht wohnen. Und dann werten wir lieber auf. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.